Grüß euch miteinander, schön, dass ihr wieder da seid. Heute machen wir einen Kraftzirkel mit 8 Übungen. 3 Runden lang, jeweils 50 Sekunden Belastung und 20 Pause. Richtet euch, wenn ihr das Handel her, Kettlebell her. Wenn ihr es nicht habt, sagt sagen immer Satzübungen. Oder wenn ihr eine Wasserflasche habt, irgendein Zusatzgewicht, das war cool. Gut, dann legen wir gleich los mit dem Aufwärmen ein paar Minuten. Und dann starten wir. Heute wird's zack. Viel Spaß. Gut, wir laufen gleich ein bisschen los. Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen, einfach einmal joggen und gleichzeitig lassen wir die Hände aus dem Handgelenk ein bisschen kreisen. Einmal die Richtung wechseln von den Kreisen. Schön. Dann gehen wir die Hände mal zusammen und auch Kreise machen in beide Richtungen. Wir werden halt viel stützen. Es ist gut, wenn die Hände ein bisschen oder die Handgelenke ein bisschen mehr vorbereitet werden. Gut, dann gehen wir die Arme nach hinten oder beziehungsweise zur Seite und lassen die Unterarme kreisen. Außen Ellbogen. Achtung. Und nach hinten. Und jetzt Achtung, einen Arm aus der Schulter kreisen, einen anderen Arm aus dem Ellbogengelenk. Und jetzt nicht mehr kreisen, sondern anwinkeln und strecken. Einen Arm kreisen nach hinten, den anderen aus dem Ellbogen strecken und beugen. Jetzt wechseln wir, anderen Arm kreisen aus der Schulter und auf der anderen Seite Ellbogen anwinkeln und strecken. Gut, und jetzt beide Arme nach hinten kreisen. Beim Laufen. Und jetzt bleiben wir stehen. An den Fuß heben und aus dem Sprunggelenk Kreise machen. Egal in was für Richtung. Jetzt die Richtung wechseln von den Fußkreise. Gut, wir wechseln aufs andere Bein. Gleiche Übung. Und wieder Richtungswechsel von den Kreisen. Sehr gut, wir wechseln nochmal das Bein. Und jetzt gleiche Übung ins Mixer mit Augen zu. Dann wird das Gleichgewicht ein bisschen mehr gefordert. Die Kreise einmal in die andere Richtung. Und wir wechseln wieder das Bein. Und auch gerne nochmal mit Augen zu, wenn es mixt. Richtung ändern. Okay, gut, dann gehen wir in die Grätsche und beugen uns nach unten. Wippen ein paar Mal links und rechts. Leichte dynamische Dehnung. Gut, dann drehen wir uns auf eine Seite, Ausfallschritt. Die Hüfte zum Boden. Und wir gehen mit dem Arm, da wo das Bein hinten ist, ziehen wir leicht schräg nach hinten, um mehr Bogenspannung zu haben. Ein bisschen Dehnung. Auch wieder wippend.
wechseln wir die Seite, jetzt das andere Bein vorne. Auch wieder da, wo das Bein hinten ist, den Arm heben wir und ziehen ihn schräg nach hinten zur Seite. Gut, okay, schön. Nachher nächste Übung, Arme vorne zusammen und nach hinten zusammenziehen. Und gleichzeitig springen wir im Schernsprung. Sehr schön. Gut, Pause wieder, sehr schön. Jetzt machen wir 3 Minuten 3 Übungen. Das heißt Hampelmann mit vorne klatschen, wenn die Füße in der Grätsche sind, Zähne. Nachher 10 Mal Daumen zur Schulter und über den Kopf zusammen. Ellbogen ziehen nach hinten unten, Zähne von dem. Und 10 Mal die Sidesteps. Schaukst drauf, dass es Knie nicht zu weit über die Zehen schiebst. Auch wieder Zähne. 3 Minuten lang, aber im Wechsel. Achtung, starten wir gemeinsam in 3, 2, 1 und geht dahin. Tempo ist ganz egal. Zähne von den koordinativen Hampelmännern, das heißt, wenn die Füße in der Grätsche sind, dann klatsche ich vorn. Macht Zähne von denen. Dann noch 10 mal Daumen zur Schulter und Überkopf zusammen. Und danach nochmal 10 mal die Sidesteps, dass die seitliche Beinmuskulatur hier kräftig und innen nochmal dehnt wird. Bissal. Und das machen wir jetzt eben nur die restlichen 2,5 Minuten. Macht es in einem eigenen Tempo. Muss jetzt noch nicht voll brutal sein zum Aufwärmen. Gut, Achtung, 3, 2, 1, gut, sehr schön. 2 Übungen machen wir noch im Warm-up. Jetzt braucht ihr keine Wasserflaschen oder Handel oder was auch immer, etwas, was schwer ist und gut in der Hand liegt. Wir stellen uns nochmal auf ein Bein und dann lassen wir den Gegenstand um die Hüfte kreisen. Ob geworfen oder ob ihr es übergebt, ist ganz gleich, wie ihr es besser helfen könnt.
Wir probieren einfach auf einem Bein stehen, um den Rumpf ein bisschen mehr zu aktivieren. Das Gleichgewicht zu fordern. Mal die Kreisrichtung ändern zwischendurch. Geht auch mit der Kettlebell ganz gut die Übung. Wechsel mal das Bein. Wenn es ganz gut steht, ohne dass du willst, schwankt es dann. Mit Augen zu, ist die nächste Stufe. Gut, nochmal die Richtung wechseln. Passt, sehr schön. Eine noch, dann lassen wir es gut zusammen aufwärmen. Wir gehen in der Liegestützposition und greifen links und rechts 20 Mal zur Schulter. Auf geht's. Liegestütz und 20 Mal zur Schulter greifen diagonal. Und da, bei der Übung schaust du, dass die Hüften möglichst ruhig halten. Ein bisschen Bewegung ist normal, aber nicht ganz so wild hin und her schwanken. Rumpf aktivieren. Macht die 20 in Ruhe noch fertig. Ihr könnt auch gerne auf der Stelle noch ein bisschen joggen. Ich zeige euch jetzt derweil unsere 8 Übungen für Zirkel. Übung Nummer 1, klassische Liegestütz. Gar nicht mehr. Wir gehen entweder auf die Knie, Rumpf aktivieren, das heißt Bauchnabel leicht einziehen, Schultern ziehen nach hinten unten und das Brustbein drücken wir weg vom Boden. Und dann machen wir Liegestütz. Und wenn sie es kennt, dann natürlich das Ganze gestreckt. Rumpf ist stabil, nicht durchhängen und beißen. Das war zart für 5 Sekunden. Übung Nummer 2. Mit einer Handel oder Wasserflaschen, einarmige. Auch wieder Rumpf aktivieren, falls da nicht ins Hohlkreuz. Und wir machen Lunges. Bei den Lunges schaust du, dass ein rechter Winkel ist zwischen Ober- und Unterschenkel. Nicht volle Spitze nach vorn fallen. Und aktiv strecken wir die Hand nach oben. Es könnt jede Runde wechseln, es könnt alle paar Wiederholungen wechseln, vom Arm her, das macht es fürs Mix. Übung Nummer 3, die Kettlebell Swings. Aus der Hüfte, Rücken gerade, wenn wir nach oben schwingen, wenn sie sich schon kennt. Wenn es keine Kettlebells oder Hanteln habt, nehmt ihr einen kringen und schweren Gegenstand. Wir machen Kreuzheben, das heißt Knie angebeugt. Und die Hüfte geht auf, wenn wir aufstehen, aber kein Hohlkreuz. Knie angebeugt, wir beugen uns aus der Rückengesäßmuskulatur nach vorne und wieder hoch. Rücken gerade auch nicht oben einfallen lassen. Spannung, Schultern auch wieder nach hinten unten gezogen. Das war die Ersatzübung. Entweder Kettlebell Swings oder Deadlifts für die Hüftstreckung. Übung Nummer 4. Wir stellen uns in eine breite Grätsche, das Gewicht ist vor der Brust. Und wir gehen in eine breite Kniebeuge. Da haltet die Knie aktiv nach außen gedruckt, dass nicht einer fällt in X-Haxen. Geht natürlich ohne Gewicht da. Übung Nummer 5. Da brauchen wir jetzt Badehandeln oder Wasserflaschen oder was auch immer. Knie angebeugt, wir lehnen uns nach vorne wieder mit geraden Rücken, da bleiben wir. Und dann gehen wir rudern, das heißt wir ziehen die Ellbogen nach oben. Wenn ihr kein Gewicht dabei habt, dann gleich ähnliche Übung, nur dass wir die Arme nach vorne strecken und abwechselnd nach oben ziehen. Rücken wieder gerade dabei. Übung Nummer 6. Beste Übung. Burpees machen wir. Das heißt nach unten, Liegestütz, vorspringen und aufspringen und wir klatschen hinterm Rücken. Wenn es ein bisschen anstrengender Mix, dann macht es das Ganze einbeinig. Je nachdem. Das könnt ihr selbst entscheiden. Und die Übung Nummer 7, jetzt gehen wir auf den Boden. Die letzten 2 sind auf dem Boden, also im Liegen. Wir legen uns auf den Rücken, Knie angezogen und wir schieben die Hantel oder das Gewicht senkrecht nach oben. Wenn es ein bisschen anstrengender sein soll, streckt die Füße so weit Richtung Boden, dass ihr es aber in der Lendenwirbelsäule noch stabilisieren könnt. Und die 8. Übung, wir legen uns auf den Bauch, Beine und Arme vom Boden weg und wir machen Hampelmänner. Gut, so viel dazu. Das waren unsere 8 Übungen. Alle hintereinander, 50-20, 3 Runden,
Und dann geht's dahin. In ungefähr 10 Sekunden geht's los. Macht's euch bereit. Mit der ersten Übung starten wir Liegestütz. Achtung, es hört gleich wieder das Piepsen, wenn es losgeht. Macht's euch bereit. 3, 2, 1 und auf geht's. 50, 20, so viele saubere wie es geht. Wenn es nicht mehr geht, kurz absetzen, ausschütteln und dann geht's wieder weiter. Bei den Liegestützen denkt senke, setz wie ein Brettel. Es geht nicht die Hüfte zuerst zum Boden oder zuerst die Brust. Alles gemeinsam Spannung halten. 20 Sekunden noch. Und wenn es gar nicht mehr geht, einfach auf die Knie. Achtung, wir haben es gleich wieder. Gut, Päuschen. Zweite Übung. Hantel nach oben, einarmige Lunges. 10 Sekunden noch. Die erste Runde ist nur einfach. Da ist es noch fein mit der Pause. Achtung. Und geht dahin. Ah, da versucht es den Arm wirklich aktiv nach oben strecken. Und einen schönen Winkel halten für die Lunges. Das Gewicht wird mittig abgesetzt, nicht Vollgas nach vorne vom vorderen Fuß. Und wenn es ein paar Hops nachher wechseln. Jetzt haben wir Halbzeit. Den Arm schön strecken. Probiert es. Wir haben es gleich wieder. 5. Sehr schön. Übung Nummer 3. Die Kettlebell Swings. Beziehungsweise, wer keine Kettlebells hat, Deadlifts. Ich blende euch das gleich rechts oben nochmal ein, von mir aus gesehen. Achtung. Oh, geht dahin. Oben 6 ist jetzt nochmal Deadlifts als Ersatzübung. Gerade heben, außen, rücken. Sehr schön. So oder so durchbeißen. Gut, geht dahin. Wir gehen schon in die letzten 10. Vierte Übung, breite Kniebeuge, mit oder ohne Gewicht. Achtung. 5. Ah, geht dahin. Nur 15, bleibst du dran. Gut, schön. Übung Nummer 5, wir gehen rudern. Leicht nach vorne beugen, Knie angebeugt und wir ziehen nach hinten. Und wenn es kein Gewicht habt, oder die Ersatzübung machen wollt, ich blende sie jetzt oben nochmal ein. Geht dahin.
Je weiter ich eigentlich nach vorne beugt bei der Übung, desto anstrengender wird es auf den Rücken, weil ich gegenhalten muss. Da könnt ihr es gut steuern, wo die Belastung hingehen sollte. Gut, 15 haben wir noch. Beißt durch noch ein bisschen, das geht. Sehr schön. Übung Nummer 6. Die beste Burpees. Freudiger Gesichtsausdruck. Ist mir gar nicht aufgefallen. Achtung. 5 Sekunden. Und da eben, je nachdem wie es eigentlich geht, wie es sich schon kennt, die Liegestützstreckung mit Badebeine oder einbeinig. Wir haben es gleich wieder. Gleich noch 7. Sauber. Nächste Übung. Wir legen uns auf den Rücken. Die Crunches. Wir schieben die Hantel senkrecht zur Decke oder zum Himmel. Achtung. Gut. Geht dahin. Wenn es mixt, streckt die Füße Richtung Boden aus. Schaut aber, dass die Lendenwirbelsäule immer Kontakt zum Boden hat. Sehr gut, haltet es durch ein bisschen. Wir haben schon wieder über die Hälfte geschafft, gleich noch 15. Gut, sehr schön. Letzte Übung von der ersten Runde. Wir legen uns auf den Bauch, Hampelmann in Bauchlage. Und geht dahin. Gut, Leute, die letzten 15 nicht einmal mehr. Okay, sauber. 50 Sekunden Pause. Erste Runde geschafft. Erholt sich ein bisschen. In 40 Sekunden geht es wieder weiter. Erste Übung wieder, Liegestütz. Genau, erste Übung Liegestütz. Wir haben nur 25 Sekunden. Fünf.
Und geht dahin. So, jetzt haben wir gut aufgewärmt. Der Körper weiß, was verlangt wird. Jetzt nochmal ein bisschen mehr Gas geben, wenn es geht. Gut, jede Wiederholung zählt. Aber an oberster Stelle soll die saubere Ausführung stehen, wie immer. Die letzten 10 Sekunden. Gut, Päuschen, sauber. Zweite Übung wieder, die einarmigen Lunges. Wir strecken dabei den Arm wieder nach oben. In 5. Sehr gut, Leute. Habt Zeit, wenn ihr Arm wechseln wollt. Egal wie es wechselt, schaut einfach, dass links und rechts gleich viel habt. Beziehungsweise, wenn ihr merkt, es habt eine schwächere Seite oder eine, was schwerer ist, macht es auf der Seite ein bisschen öfter sogar. Wir haben es in 5. Gut. Sauber. Übung Nummer 3. Wieder die Kettlebell Swings, beziehungsweise wieder 13. Ich zeige es vor, oder ich blende es einfach auch oben nochmal ein. Mit geraden Rücken vor und aufgehen. Gut, geht dahin. 50 Sekunden wieder. Noch. Bleibst du ruhig? Gleich haben wir es. Sehr schön. Geht dahin. Übung Nummer 4 wieder. Breite Kniebeugen. Achtung, in 5. Und auf geht's. Breiter stehen als wir schulterbreit. Aber so, dass es noch stabil halten könnt in die Beine und den Rücken. Das war gut. Sehr schön, und es geht jetzt noch ein bisschen schneller. Jawohl, bleibst dran. 15 haben wir noch, gleich wieder um. Sehr gut. Nächste Übung, wieder Ruhe dann, Oberkörpervorlage. In 5. Da ist jetzt wieder eingeblendet die Ersatzübung.
Sehr gut. 15 Sekunden noch. Beißt es durch. Leih nur 5. Okay, sechste Übung wieder, Burpees. In 5. Gut, Leute, bleib's dran. Es sind 10 Sekunden noch. 1, 2 gehen schon noch. Sehr gut. Nummer 7. Wir legen uns wieder auf den Rücken und schieben die Hantel wieder nach oben senkrecht. Achtung, in 5. Das grenzt die Füße am Boden einfach abstellen. Das müsst ihr sie nicht herziehen zur Brust. Oder eben, wenn es mix, streckt sie sie aus. Gleich wieder um. Die letzten Zähne. Durchhalten, ein bisschen noch. Sehr schön, gut. Nächste Übung, Bauchlage. Und wir machen nochmal Hampelmann. Und geht dahin. Einmal noch 50 Sekunden. Sehr schön. Schau, dass das Blick neutral zum Boden geht. Oberschenkel bzw. Knie sind weg vom Boden. Wir haben es in 12 Sekunden. Gut, wieder 50 Sekunden Pause. Und dann kommen wir schon zur dritten Runde. Sauber. Gut, macht es euch langsam wieder bereit. Wir starten wieder mit der ersten Übung Liegestütz. Wie gehabt. Und es hört dann wieder ein Countdown, wenn es losgeht. Achtung! Oh, geht dahin, 50 Sekunden. Rumpf ist stabil, Kopf nicht hängen lassen, achtet drauf. Wenn es nicht mehr sauber geht oder wenn es nicht mehr aufkommt vom Boden, kurz ausschütteln,
Und dann gern wieder zwei. Sehr gut, beiß durch, wir haben leider nur 10 Sekunden. Okay, gut, sehr schön. Zweite Übung wieder, Ausfallschritt. Lunge, Handel über den Kopf. Achtung, geht gleich wieder los. 5. Schaust drauf, dass du beim Vorsteigen das Knie nicht zu weit vorschiebst. Das Gewicht geht mittig, damit hinten und vorn die Beine arbeiten müssen. Und den Ellbogen so gut wie es geht nach oben strecken. Durchhalten, das sind leider nur 14 Sekunden. Okay, sauber, sehr schön. Die nächste Übung ist wieder die Kettlebell Swings, beziehungsweise, wie wir es zuerst gehabt haben, auch Kreuzheben. Je nachdem, was ich für Übung gemacht habe, jetzt die ganze Zeit. Gut, wir haben schon wieder gut über die Hälfte. Jetzt sind es leider nur 13 Sekunden. Haltet durch. Sauber, haben wir das auch wieder. Gut, Übung 4 wieder, wie wir gehabt haben. Achtung. Und geht dahin. Gerade Kniebein. Achtet darauf, dass eigentlich die Knie nicht einknicken. Beim Hochgehen und Aufgehen. Und in 15 haben wir es schon wieder. Geht da hin. Sauber. Sehr schön. Nächste Übung wieder Ruhe dann. Oder eben in vorgebeugter Position mit gestreckten Armen wieder schwimmen. Je nachdem, was jetzt die ersten zwei Runden gemacht habt, macht so weiter. In 5 geht's los. Gut. Auf geht's. Knie sind leicht angebeugt, Rücken gerade. Sehr schön, es sind die letzten 15.
Gut. Wir gehen wieder auf den Boden. Burpees. Achtung, 5. Oh, geht der hin. Bleiben noch ein bisschen. Es sind wieder die letzten 15 Sekunden. Gleich haben wir es wieder. Die letzten 5. Sehr gut. Schön. Geht der hier. Jetzt haben wir gleich noch 2. Nächste Übung wieder die Crunches in Rückenlage. Achtung. Schön nach oben schieben. Durchbeißen, es ist ja nicht mehr lang. 7, 6, gleich haben wir es. Sauber, schön. Gut, ruhig gleich umdrehen, Bauchlage, einmal noch Hampelmann. Auf den Bauch. Dahin. Schaust, dass die Knie vom Boden wegkippst. Endspurt, Leute, die letzten 15. Ruhe bleiben, Zähne noch, das geht. Gut, sauber. Schnauft kurz durch. Ein kleines Zuckerl habe ich noch. Gut, schön, dass ihr dabei seid, Huffi. Ich hoffe auch so schwitzer wie ich. Und weil wir es so gut gemacht haben, machen wir jetzt eine vierte Runde. Wenn wir 3 geschafft haben, schaffen wir eine vierte. Ein bisschen Pause, ich schalte die Uhr neu ein und dann geht's los. Gut, die erste Übung sind wieder Liegestütz. Und das ist jetzt wirklich die letzte Runde. Nach der vierten lassen wir es gut sein. Macht's euch schön langsam bereit. Achtung, wir starten wieder gemeinsam. Oh, geht der hin. 50 Sekunden Liegestütz. Wir haben schon wieder weit über die Hälfte. Es geht wieder in die letzten 10 Sekunden.
Schön. Zweite Übung wieder. Lunges mit über Kopf an der Handel oder am Gewicht. Fünf. Bitte hin. Letzte Runde, da sind noch nur Reserven da. Einmal noch Gas geben. So wenige Pausen jetzt wie möglich während der Übung. Streckt den Ellbogen nach oben, nicht so gebeugt wie bei mir, fest auf den Schirm. Wenn es gar nicht mehr geht, Seite wechseln oder nach bestimmten Wiederholungszahl. Je nachdem, wie ich es jetzt auch gemacht habe. In 15 haben wir es wieder. Sauber. Zweite erledigt, kommt heute auch nicht mehr. Dritte Übung wieder Kette bei Swings oder Kreize mit Enkergewicht. Gleich haben wir es wieder. Beißt es noch durch ein bisschen. 5. Sauber. Gut, breite Kniebeugen, die nächste. Achtung. Gut, der Bogen sich noch aus. Es sind leider nur 13 Sekunden. Gut, Nummer 5, rudern wieder. Achtung. Oh, geht da hin. Rücken gerade, Knie angebeugt und Zug. Geht nur drauf bleiben. Die letzten 15 wieder. Sehr schön. Jetzt hat Burpees. Die letzten Liegestütze für heute. Versprochen. Achtung, geht gleich wieder los.
Gut, halt jetzt noch ein bisschen durch. Es sind jetzt leider nur 10 Sekunden. Schön. Einmal nur auf den Rücken legen, Crunches. Eben wenn es ein bisschen schwieriger sein soll, streckst du die Beine aus, aber schaust, dass die Lendenwirbelsäule auf der Matte stabilisieren kannst. Durchhalten, es ist jetzt nicht mehr lang. 15 Sekunden Leine. Block senk noch ein bisschen, das geht noch. Sauber, einmal nur auf den Bauch legen und noch, ist gut. 5. Gut, über die Hälfte ist geschafft. Sehr gut, wir kommen schon zu den letzten 10 Sekunden. Halt jetzt noch ein bisschen durch. Gut, sauber, geschafft. Sehr gut, jetzt kommt wirklich nichts mehr. Also nichts Anstrengendes mehr. Wenn es noch ein bisschen dabei bleiben will, Cool Down nicht unterschätzen nach sowas. Macht es gleich mit, wir kreisen die Arme ein bisschen nach hinten, ganz locker. Alles, was wir jetzt machen, sollte locker gehen. Gut, nachher drehen wir den Oberkörper, lassen die Arme mitbaumeln. Ein paar Mal tief aus- und einatmen, dass sich die Atmung wieder beruhigt ein bisschen. Sauber, okay, jetzt gehen wir mal kurz nach unten, hängen lassen, einfach ausschütteln die Schultern oder ein bisschen links und rechts bewegen, alles was euch fein fühlt. Alles was angenehm und ohne Gewalt geht jetzt zum Schluss. Gut, richten wir uns wieder auf, spazieren wir nur ein paar Schritte, wenn ihr ein Radl daheim habt, das Hometrainer oder sowas, ideal, noch sowas zum ein bisschen das, was sich angestaut hat, jetzt in der Muskulatur ein bisschen abtransportieren. Hilft bei der Regeneration. Einfach 5 Minuten auf ganz leichter Stufe oder eben so dahin spazieren. Gut, okay. Nachher nach oben einatmen, strecken, ausatmen, schwingen, durch. Einatmen, strecken, ausatmen, durchschwingen. Gut, nachher nochmal seitlich ein bisschen lang machen. Ein paar Mal im Wechsel links und rechts. Das war es nachher schon von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Workout. Und wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gut gegangen ist, lasst mir einen Daumen hoch da. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's euch gut.